Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr zu einem neuen Video eingeschaltet habt. Heute mit der eurer Porn for You Apothekenbox. Wenn euch interessiert, was sich darin befindet, dann bleibt doch sehr, sehr gerne dran. Ich habe es euch schon gezeigt, ich habe mir im ersten Durchgang die Europorn Winterbox gesichert. Es gibt zwei Durchgänge, der zweite kommt noch. Ich blende euch gerne ein, wann denn der zweite Durchgang stattfindet. Da habt ihr nochmal die Möglichkeit, die Box euch zu sichern. Mir hat sie letztes Jahr und auch im Frühling hatte ich sie, glaube ich, hat sie mir sehr, sehr gut gefallen. Also die Produkte, der Inhalt übersteigt bei weitem den Wert, was ich für die Box gezahlt habe. Ich blende euch auch gerne ein, was die Box kostet. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr so auswendig. Was mich auf jeden Fall dieses Mal ein bisschen erschüttert hat, dass es so rappelt. Weil die letzten Male hat es immer irgendwie, ich weiß es nicht, das war so schön eingepackt mit Grisselpapier und noch mit so Seidenpapier und so. Und dieses Mal scheppert und rappelt das Ganze. Ich glaube irgendwie fast, sie haben das nicht so gut eingepackt und deswegen hoffe ich, dass noch alles ganz ist. Also, jetzt öffne ich hier mal den Deckel. Und oben liegt das Heftchen schon drin. Und unten die Produkte, diesmal ohne irgendwelches Füllmaterial, was das Ganze ein bisschen schützen würde. Gucken wir mal rein. Also im Heftchen sind auch die Produkte beschrieben mit Preise. Ich zeige euch die Produkte einzeln und blende euch dann auch gerne die Preise ein. Wir gucken das erst rein, wenn ich nicht weiß, was das Produkt sein soll oder so. Ich sehe schon ein paar Sachen, die mich ansprechen und ein paar Sachen, die mich jetzt weniger ansprechen. Ich starte jetzt einmal mit einem Bio-Kinder-Früchtetee. Das Ganze ist von der Firma Sidroga, ohne Zugabe von Zucker und Aromastoffen. Das finde ich mega. Also bei den Zutaten sind 70% Äpfel drin, schwarze Johannisbeeren, Hibiskusblüten. Sehr, sehr toll. Also dass da keine Zuckerstoffe drin sind oder auch kein Süßholz. Das gefällt mir richtig gut und deswegen wird das auch mein Sohn bekommen. Zum Schutz vor Karieszerstörung durch Kariesflasche nicht zum Dauernuckeln überlassen. Nee, also mein Sohn trinkt nicht mehr aus der Flasche. Ich mache das ganz normal, aber ich finde es das toll, dass das da auch schon in jedem Fall kleinere Kinder oder Babys, ne, ab 12 Monaten steht drauf, dann auch verwenden können. Schön, also tolles Produkt, passt gut in die kalte Jahreszeit rein. Das nächste kenne ich, habe ich schon zweimal da. Ich habe es einmal zu Hause, einmal im Wohnwagen und habe es noch nie verwendet. Das ist ein Universalgel. Ich glaube, das Gel ist richtig, richtig teuer. Das soll so ein bisschen bei genau Abschürfungen, Pickeln, Stichen, Rissen, Narben, Bläschen helfen. Es sind 5 Milliliter drin. Also die Verpackung täuscht. Ich mache es jetzt, glaube ich, nicht auf, weil sonst zerstöre ich hier oben das Siegel. Und ich werde das weitergeben, weil ich das eben schon zweimal da habe. Also es ist wirklich nur so ein ganz kleines Stick mit 5 Millilitern drin. Habe ich noch nie... hier sieht man den aufgemalt. Ich habe es noch nie verwendet, aber... Hab's da für den Notfall, falls ich es mal brauchen sollte und das wird weiter wandern, weil vielleicht kann es jemand anders auch einmal brauchen. Nächstes Produkt. Venostasin Fresh Beinkühlspray. Also, dass man im Winter die Beine ein bisschen abkühlen soll. Ich wüsste nicht, für was man das verwendet. Okay, erfrischt und pflegt schwere Beine. Das ist wahrscheinlich für Personen, die den ganzen Tag stehende Tätigkeiten verrichten. Ich stelle mir das zum Beispiel so vor, so Postmitarbeitende hinterm Schalter oder irgendwas, die den ganzen Tag irgendwo stehen. Alkohol ist der Hauptinhaltsstoff. Mir gefällt das Produkt nicht. Ich werde das auf jeden Fall weitergeben, weil daran habe ich leider keinen Bedarf. Nächstes Produkt. Gefällt mir viel, viel besser. Es ist eine Cremedusche mit Eisweinduft, fruchtig süß. Das klingt mega, oder? Von der Marcel Totes Meer. Schön. Von den Inhaltsstoffen gefällt es mir auch ganz gut. Es ist mit Aquasodium und so weiter, Glucoside drin. Also das dürfte sehr, sehr pflegend sein. Aus 50% recyceltem Plastik. Und das wird bei mir bleiben, das weiß ich jetzt schon. Und es riecht wirklich so fein. Also es riecht richtig toll fruchtig. Und ich glaube, das wäre auch was für meinen Sohn. Ja, also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Bleibt auf jeden Fall hier. Jetzt wird es noch spannend. Jetzt haben wir noch Badekristalle drin. Ich bade leider nicht gerne oder gar nicht. Deswegen wird das weiter wandern. Badekristalle, warm ums Herz, passt halt auch mega gut in die kühle Jahreszeit rein. Und ich würde mal sagen, wahrscheinlich über 50% der Leute wird auch Vollbäder nehmen. Genau, ist von Kneipp, ist sehr solide, also passt sehr, sehr gut in die Box. Da sind so viele Sachen drin. Jetzt haben wir von Freiöl einen Lippenpflegestift und genau diesen Lippenpflegestift habe ich momentan in meiner Handtasche drin und habe es auch noch mein Backup. Ich war aber genau wegen dem Palmöl, da ist richtig viel Palmöl drin,
nicht so begeistert von den Inhaltsstoffen. Habe ihn aber trotzdem getestet und danach ist die Inhaltsstoffe angeguckt und finde ihn sehr, sehr pflegend. Das Palmöl, ich weiß es nicht genau, wie das gewonnen wird, weil es offensichtlich auch einen natürlichen Weg gibt, das zu gewinnen. Also ohne, dass es da groß viel abgeholzt wird oder so. Deswegen kann ich jetzt nicht grundsätzlich sagen, mag ich nicht oder will ich nicht unterstützen. Aber ich kann euch nur sagen, ich finde die Pflegewirkung gut und die Marke Freiöl finde ich auch irgendwie sehr ansprechend. Von der Produktvielfalt, von der Auswahl her. Von daher freue ich mich über dieses Produkt. Von der Firma Eubos, und da habe ich schon sehr, sehr viele gute Cremes testen dürfen, oder mein Sohn hat auch schon viele testen dürfen, ist hier eine Hand Repair und Schutzcreme drin. Für glattere, weichere Hände, intensive Feuchtigkeit mit speziellen Wirkstoffkomplexen. Zieht schnell ein. Mit 0% Mikroplastik, PEG-Verträglichkeit, also das heißt 0% PEG-Verträglichkeit, dermatologisch getestet. Inhaltsstoffe sind da jetzt nicht drin. Wenn ich die jetzt nachgucken möchte, gucke ich mal, ob ich die hier drin finde. Das ist die Nummer 20. Nee, also Inhaltsstoffe sind da tatsächlich keine drauf. Weder auf dem Tüppchen jetzt noch auf dem Beizettel. Da muss man sich wirklich die im Internet raussuchen. Ich hoffe, dass der Alkohol nicht weit vorne ist. Dann wäre das auf jeden Fall eine Creme, die bei uns bleiben würde. Pröbchen sind natürlich auch immer am Start. Wir haben hier Halstabletten von Neoangin Junior. Bei Halsschmerzen für Kinder ab 4 Jahre, die werde ich sehr gerne meinem Sohn weitergeben. Vielleicht in meinen Schulranzen rein, dass wenn er in der Schule irgendwie merkt, oh Gott, er kriegt Halskratzen oder so, dass er sich da was reinschieben kann. Dann haben wir hier noch eine Augenpflege für sehr trockene Haut. Also es ist auf jeden Fall Feuchtigkeitsspenden mit Hyaluron, deswegen wird es eine Augenpflege rund um das Auge sein. Das ist, sind jetzt keine Augentropfen, die in das Auge reinkommen. Von BioMD, Organic Medical Skin Care, haben wir hier noch eine Forget Your Age, also vergiss dein Alter. Creme, Antifalten, Hautzellenverjüngung, 99% naturelle Inhaltsstoffe, 1 Milliliter ist enthalten. Ja, ich weiß jetzt nicht, was das auslösen soll. Wahrscheinlich auch so Hyaluron oder irgendwelche Sachen. Ja, so schaut das Ganze aus. Und als letztes ein Hyalusom-Konzentrat, ein Gesichtsfluid Anti-Age. Okay. Die meisten Pröbchen werden weiterwandern. Also ja. Von Isla habe ich was, das mag meine Mama total gerne. Das werde ich ihr weitergeben. Isla Erkältungs- und Halsbeschwerden, ein wohltuendes Zitrus-Honig-Geschmack, so Lutz-Pastillen. Und ja, also das muss man mögen. Dieses Isla-Mousse schmeckt sehr eigen. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Zitronen-Honig-Geschmack ein bisschen anders schmeckt, aber das muss man wirklich mögen. Das hat so einen ganz komischen Eigengeschmack. Das werde ich meiner Mama weitergeben. Und das hier, das kaufe ich mir jedes Jahr, habe ich immer zu Hause. Und deswegen freut es mich mega, dass da eine Packung davon drin ist. Also das ist unser, also mein Sohn nimmt das, ich nehme das eigentlich fast, also nicht jeden Tag, aber immer wieder so zweimal die Woche, denke ich. Hier das Zentrum, diese Lutschtabletten, frisch und fruchtig. Und die haben halt ganz viel Stoffe drin, die die Immunabwehr stärken sollen. Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren. Und also ich finde die toll, von A bis Zink. Das ist so aus der Werbung, was man so kennt und hört. Und uns schmecken die total gut, auch vom Geschmack her. Deswegen nimmt die mein Sohn auch sehr gern. Und die, ja, die sind regelmäßig bei uns eigentlich im Haushalt anzutreffen. Das nächste ist Prosterisan Protect mit Hautschutzkomplex bei Hämorrhoidenleiden. Salbe mit Applikator. Okay. Salbe enthält ein Hautschutzkomplex aus Jojoba-Wachs, Bienenwachs und so weiter. Was kann das Ganze eigentlich? Also, gucken wir mal ganz kurz. Also Anwendung vor oder nach dem Stuhlgang. Das scheint irgendwas für den Popo zu sein. Im After-Bereich und so weiter, da habe ich jetzt eigentlich keine Beschwerden. Ich denke, das finde ich jetzt nicht so toll in der Box, weil das ist sowas Gezieltes. Da muss man ja wirklich gerade Beschwerden im After-Bereich haben, dass diese Creme einen da vielleicht unterstützen kann. Weiß ich jetzt nicht. Also das wird auf jeden Fall weiter wandern.
Ich werde auch nicht rumfragen, wer denn hier so Beschwerden hat, wie mich das geben kann. Das wird irgendwo, ich weiß es nicht, wo das landen wird. Aber ich finde das echt schade ums Geld, weil das ist sowas Gezieltes gegen ein ganz bestimmtes Leiden, was nicht die große, breite Masse anspricht. Deswegen ist das für mich ein Flop-Produkt in der Box. So, dann haben wir von Louis Widmer etwas ohne Parfum. Das ist schon mal sehr gut. Anti-Age-Creme. Jetzt ist leider ganz wenig drin und ein Plastikgefäß mit 10 Millilitern. So schaut es aus. Ich mag die Marke sehr gern. Ich hatte da auch schon Cremes einmal da zum Testen, Tages- und Nachtcremes. Und mir waren die tatsächlich zu stark parfümiert, deswegen konnte ich die gar nicht gut benutzen. Und es freut mich, dass hier keine Duftstoffe drin sind, kein Parfum. Kommt aus der Schweiz, steht hier nochmal drauf. Ja, ich finde es halt nur schade, so viel Plastik, also wirklich so Hartplastik, großes, dickes Döschen mit 10 Millilitern. Ja, okay. Aber schön, das mal auszutesten. Dann haben wir von Ricola noch etwas aktivfrei mit natürlichem Menthol ohne Zucker. Sowas mag ich leider gar nicht. Also sobald der Menthol irgendwo drin ist, ist nicht so mein Fall. Schweizer Hustenbonbons, das ist auch ein Produkt, was bei mir weiter wandern wird. Aber finde ich, passt sehr gut in die Box rein und spricht sicher auch viele an. Eine weitere Handcreme von Enz Bona mit Sanddornöl und Panthenol pflegt intensiv und langanhaltend. Medizinische Hautpflege finde ich grundsätzlich sehr toll. Inhaltsstoffe heißt auch, dass der Alkohol weiter hinten ist. Ich überlege gerade, ob ich sie vielleicht meinem Sohn gebe, weil ich mag tatsächlich den Sanddornduft überhaupt nicht. Also mit dem kann man mich echt jagen. Ja, also entweder gebe ich die meinem Sohn weiter oder ich werde die vielleicht innerhalb der Familie oder so jetzt noch in die Adventskalender reinpacken. Das nächste Produkt ist auch nicht ganz in meiner Duftrichtung und zwar ist es von Weleda. Ein Wildrose verwöhnende Pflegelotion, ein kleines Tüppchen mit 20 Milliliter, auch aus der Schweiz. Und ich finde die immer zu stark parfümiert, also die riechen wirklich ganz, ganz extrem. Inhaltsstoffe sind okay, dritter Stoff ist Alkohol, aber nach dem Jojobaöl. Es wird weiter wandern, weil ich mag wirklich nicht, dass sie so dermaßen stark parfümiert sind. Dann haben wir hier noch ein Fläschchen. Ich bin bisher begeistert, dass nichts kaputt gegangen ist. Wir haben hier Bitterkraft, original wertvolle Bitterkräuter mit ausgewogenem Verhältnis im Einklang mit den Rezepturen von Hildegard von Bingen. Und ich glaube, ich habe hier mein Highlight aus der Box. Wobei, da sind 22% Alkohol enthalten. Also grundsätzlich so Bitterstoffe finde ich ganz spannend, weil eine Freundin von mir macht das total gern. Es geht eben zum Beispiel bei Bitterstoffen auch darum, den Appetit ein bisschen zu zügeln. Also wenn man wirklich Heißhungerattacken hat oder am Abnehmen ist oder so, können einem Bitterstoffe helfen, dass man so ein bisschen diesen Heißhunger auch wegbekommt. Und da gibt es verschiedene Firmen, die da auch was anbieten. Ich bin da auch gerade ein bisschen am Schauen bei Bitterliebe, ob ich da irgendwie in die Richtung mal was besorgen kann. Was mich jetzt ein bisschen abstreckt, sind 22% Alkohol. Ja, aber das ist jetzt eben auch wahrscheinlich, dass das Ganze haltbar gemacht wird. Ich habe einen Verzehrhinweis gefunden, ganz klein gedruckt. Vor dem Essen 10 bis 15 Tropfen im Mund zergehen lassen. Pur oder mit Wasser verdünnt, wahrscheinlich, dass man dann auch dann weniger isst oder so. Ich weiß es nicht. Es hat sicher noch andere gute Wirksamkeit, aber die kenne ich jetzt nicht. Welche Auswirkungen das vielleicht noch auf Magen und Darm und so weiter hat. Ich weiß nur, dass das Ganze appetitzügelnd wirken soll und dass man dann weniger isst. Ich überlege noch, ob ich das nehmen werde und testen werde. Es gibt hier noch weitere. Es gibt noch eine Creme von Louis Widmer und das ist eine Tagescreme. Nochmal so ein kleines Döschen mit den 10 Millilitern drin. Und dann haben wir hier die Tagescreme und die Creme Vitali Sante, Anti-Aging Creme. Also insgesamt zwei Stück zum Testen. Jetzt noch etwas Magnesium-Sticks. Das ist auch nichts für mich, also nehme ich nicht ein. Das werde ich meiner Mama weitergeben, weil die nimmt Magnesium. 400 extra zum Trinken, 400 Milligramm Magnesium pro Stick. Ich glaube, das ist ihr fast zu wenig. Ich glaube, die nimmt immer so Sticks oder Tabletten mit einem höheren Magnesiumgehalt ein. Genau, aber so, ich denke, Magnesium nehmen viele als Nahrungsergänzungsmittel. Deswegen passt es für mich in die Box, ist stimmig. Eine kleine Handcreme von Eucerin ist drin. Die finde ich schön, die werde ich meinem Sohn ins Mäppchen geben, weil der hat ja auch Neurodermitis und hat immer eine kleine Handcreme im Mäppchen drin, dass wenn er mal trockene Finger, trockene Haut kriegt, dass er dann in der Schule die eincremen kann. Also die wird er mitbekommen. Dann haben wir noch ein kleines Pröbchen. Leti AT4. Okay, da ist eine Familie drauf mit Kind und Baby.
Akutpflege für extrem trockene Haut, juckreizlindernd und reizmindernd. Das klingt gut, aber wo tut man das einreiben? Also ich kann mir vorstellen, dass die auch für das Gesicht ganz gut sein könnte. Steht jetzt aber nicht drauf. Steht nur drauf zur äußerlichen Anwendung. Gratisprobe. Also ich werde es vielleicht für meinen Sohn arme Gesicht oder so ausprobieren. Und dann das letzte Produkt, was ich am spannendsten oder eins der spannendsten Sachen finde, weil das schon so aussieht wie so Aromaöl oder so. Viel Ruhe Duftset von Demeter. Sehr schön. Also da ist anscheinend so ein kleines, wir machen es auf, so ein Sachet drin und ein Duftöl. 5 Milliliter Naturduft mit Duftvlies. Viel Ruhe heißt das Ganze. So viel Ruhe tut gut. Okay, dann bin ich mal gespannt. Also hier gibt es so ein, hier hinten steht noch Baldini bei Tauasis drauf. Das sagt mir natürlich was. So riecht Natur. Da kann man das Ganze dann drauf tropfen, sich dann irgendwo aufhängen oder so und dann verströmt es den Duft dann im Raum. Ich habe persönlich so Duftsteine, wo ich das dann drauf tue. Ja, viel Ruhe. Das dürfte mit Lavendel oder so sein, genau. Lavendel, Benzoe und Orange. Schaut so aus, wird definitiv bei uns bleiben, weil mein Sohn hat nämlich erst letzte Woche ist unser Lavendelduftöl ausgegangen und das gebe ich ihm wahnsinnig gern auf seinen Duftstein neben dem Bett, weil er dann einfach besser einschlafen kann, habe ich so das Gefühl. Vielleicht ist es auch so eine Gedankensache, aber ich finde es immer schön, wenn er so neben seinem Bett ist und er dann so ein bisschen die Ruhe hat oder so einen kleinen Kopfkissenspray noch hat mit Lavendelduft, finde ich immer sehr, sehr schön. Das war jetzt die Eurapon For You Box und ich muss sagen, sie hat sich für mich wieder gelohnt. Ich freue mich da sehr drüber, vor allem, weil diese Zentren drin sind und die sind schon mal nicht so billig. Es gibt 2 Flop-Produkte, die mir überhaupt nicht gefallen. Das ist einmal diese Popo-Creme hier. Das ist wirklich für so eine kleine Nischenrandgruppe, wo der gerade Probleme damit hat, dass das so an die breite Masse in so Boxen zu verteilen. Ich finde auch nicht, dass es so ein Präparat ist, was man immer daheim haben muss. Ich weiß es nicht. Ich hatte noch nie da Probleme, dass ich mir jetzt denke, jetzt hätte ich mal sowas gebraucht. Dann haben wir hier so ein Beinkühlspray. Ja, jetzt im Winter weiß ich nicht, ob man die Beine abkühlen muss. Vielleicht für die Personen, wo wirklich den ganzen Tag stehen, irgendwo in, weiß ich nicht, im Verkauf, keine Ahnung was. Aber ansonsten finde ich, passt das Produkt eher in den Sommer. Und ansonsten gefällt die Box mir richtig, richtig gut. Also, hat sich für mich gelohnt, die Box. Ich hoffe, ihr konntet euch auch eine sichern oder könnt sie euch vielleicht noch sichern. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bedanke mich bei euch fürs Zusehen.